Atomendlager. Und da habe ich mir als Gast eingeladen, heute Morgen Stefan Weil, der Ministerpräsident aus Niedersachsen. Ich grüße Sie, Herr Weil. Und gleich auch die erste Frage an Sie mit dem Atommüllendlager. Da ging es ja hin und her. Und es stand ja auch auf der Kippe, ob man da einen Kompromiss finden könnte und würde. Was hat letztendlich bei Ihnen den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, okay, unter der Prämisse machen wir denn doch mit? Nun, zunächst einmal auch von mir einen guten Morgen. Wir haben jetzt 4 Monate hart daran gearbeitet, einen eigentlich fix und fertigen Gesetzentwurf noch einmal gründlich durchzugehen und ich glaube ganz wesentlich zu verbessern. Was haben wir vor allen Dingen geschafft? Das ist jetzt ein Verfahrensgesetz, das genug Raum und Möglichkeit bietet, schwierige, ungelöste Fragen der Lagerung von Atommüll noch einmal gesellschaftlich zu diskutieren. Es wird eine Bund-Länder-Kommission geben. Die Politik braucht in dieser Frage jede Menge Rat. Wir haben zum Beispiel die Rechtsschutzmöglichkeiten für Betroffene wesentlich verbessert. Wir haben, das ist aus niedersächsischer Sicht enorm wichtig, eine Änderung des Atomgesetzes. Es soll keine weiteren Castortransporte nach Gorleben geben. Und insgesamt glaube ich, wenn man die Anstrengungen der letzten 4 Monate sieht, dann ist es jetzt ein anderes Gesetz, ein besseres Gesetz. Das ist der Startpunkt für eine glaubwürdige neue Suche nach einem Lager für Atommüll. Und deswegen kann ich guten Gewissens zustimmen. Sie haben es angesprochen, der gesellschaftliche Konsens, der muss auch noch gesucht werden. Und da hat ja der Bundesumweltminister eine Tour gemacht nach Niedersachsen, nach Gorleben, um dort mit Umweltgruppen auch zu sprechen, um die da mit einzubinden. Aber die Skepsis dort ist riesengroß. Was ist da in der nächsten Zeit noch zu tun? Das scheint ja kaum zu schaffen, die mit ins Boot zu bekommen, denn die sind von diesem Gesetz ja gar nicht so überzeugt. Dabei handelt es sich um Menschen, die haben jetzt 35 Jahre lang, das muss man sich mal klar machen, 35 Jahre lang ziemlich schlechte Erfahrungen mit dem Staat in dieser Frage gemacht. Denn es gab eine einseitige Festlegung auf Gorleben, die bis heute fachlich höchst umstritten ist. Es gab über Jahrzehnte hinweg heftigste Auseinandersetzungen aus Anlass von Castortransporten. Und dass man von Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, seitens der Politik keinen Vertrauensvorschuss erwarten kann, das liegt meines Erachtens auf der Hand. Wir werden uns dieses Vertrauen erarbeiten müssen. Das Gesetz, das wir heute beschließen, bietet dafür aber die Chance. Und ich bitte gerade die Kritiker der bisherigen Praxis bei der Suche nach einem Endlager um ihre aktive Mitarbeit. Da haben wir es übrigens mit viel Sachkenntnis zu tun. Und die Sachkenntnis können wir jetzt gut gebrauchen. Sie haben es angesprochen, Castortransporte, die werden nun nicht mehr nach Gorleben rollen. Das haben Sie auch mit ausverhandelt. Aber wohin mit den 26 Castoren, die noch aus England und aus Frankreich kommen? Diese Frage ist letztendlich jetzt in diesem Gesetz ausgeklammert worden. Können Sie damit denn zufrieden sein? Wie soll das denn weitergehen? Es muss ja schließlich eine Zwischenlagermöglichkeit gefunden werden. Das ist eine offenkundige Schwäche dessen, was wir heute beschließen, dass es noch kein wirklich belastbares Zwischenlagerkonzept gibt. Unter uns gesagt, es waren ganz am Ende 6 oder 7 Castoren, für die wir noch keine Lösung hatten. Und alle waren sich einig, daran darf man jetzt den Konsens im Übrigen nicht scheitern lassen. Aber es bleibt dabei, der Bundesumweltminister wird bis Anfang des Jahres ein solches Zwischenlagerkonzept zu präsentieren haben, in Abstimmung und in Einvernehmen mit den davon betroffenen Bundesländern. Darauf haben wir uns verständigt. Aber da ist noch nachzuarbeiten. Wenn es der Spitz auf Knopf steht und man muss letztendlich eine Möglichkeit finden, ist Niedersachsen vollkommen ausgenommen. Ich rede jetzt nicht nur von Gorleben, sondern auch von dem Atomkraftwerk Unterwieser. Da haben Sie auch gesagt, auch da wollen Sie kein Zwischenlager haben. Ich bitte vielmals um Verständnis, aber Niedersachsen hat ja 20 Jahre lang für die ganze Bundesrepublik eine Sonderlast getragen. Wir haben einen Castortransport nach dem nächsten gehabt, jedes Mal mit härtesten Auseinandersetzungen bei uns im Land. Das ist ein Thema, das wirklich unser Bundesland jahrzehntelang gespalten hat. Niedersachsen hat alleine 300 Millionen Euro in diesem Zeitraum aus Landesmitteln für die Sicherheit aufgewandt. Und vor diesem Hintergrund bitte ich um Verständnis, wenn ich sage, jetzt sind die anderen dran. Wenn es um Niedersachsen geht, kann ich das nachvollziehen, Ihre Argumentation. Sie haben aber auch vorgeschlagen, es müsste auch ein schwarz-gelb regiertes Land zum Beispiel einspringen. Zum Beispiel Hessen und Biblis wäre da eine Möglichkeit, wo man zwischenlagern könnte. Nun steht in Hessen auch Landtagswahlen bevor. Und es könnte ja durchaus passieren, dass auch Ihre Parteikollegen dort erfolgreich sind. Haben Sie denen da nicht einen Bärendienst erwiesen? Denn die sind ja nun wohl bereit, dort in Biblis Castoren zwischenzulagern. Eben, ich habe das nachvollzogen, was, wie ich finde, sehr verantwortungsbewusst und sehr honorisch Rot und Grün in Hessen von sich aus gesagt haben. Es ist, wenn man einmal zurückschaut, die letzten 30 Jahre doch unverkennbar so, dass der wirtschaftliche Nutzen der Atomkraft in hohem Maße gerade auch in Süddeutschland stattgefunden hat. Der Atommüll
ist fast ausschließlich im Norden, in Niedersachsen, deponiert worden. Dass wir an dieser Stelle zu ein wenig mehr Gleichgewicht kommen, das kann man, glaube ich, auch Menschen unterhalb südlich des Mains gut vermitteln. Bei allen Fragen, die also da noch offen sind, wie wir jetzt rausgefunden haben, wird es heute einen Konsens geben von allen hier im Bundesrat. Wie schätzen Sie es ein? Ja, ich gehe davon aus, wir werden eine sehr, sehr breite Mehrheit haben. Es hat sich gelohnt, dass wir hart miteinander gerungen haben, aber das Gesetz, dem kann man jetzt wirklich zustimmen. Das gilt auch für die schwarz-gelb regierten Länder. Auch die werden heute hier zustimmen. Es wird wirklich einen Konsens heute im Bundesrat geben. Das ist zu erwarten. Es wird auch einen Konsens geben, wenn es darum geht, für die Flutopferhilfe, für die Hochwassergeschädigten was zu tun. Die 8 Milliarden, das Gesetz ist durch den Bundestag vorige Woche durchgegangen. Jetzt ist der Bundesrat, der letztendlich noch hier den letzten draufsetzen muss, damit es auch wirklich ausgezahlt werden kann, dieses Geld. Auch da soll es einen Konsens geben von allen. Wie sieht es aber denn speziell bei Ihnen in Niedersachsen aus? Sie haben ja die Flut einigermaßen glimpflich überstanden. Wir denken an Hitzacker. Die Bilder waren oft abends im Fernsehen. Da waren mobile Flutwände, Stützwände da im Einsatz, die es geschafft haben, durchaus die Altstadt dort vom Hochwasser einigermaßen abzuhalten. Ja, es stimmt. Die Anstrengungen beim Hochwasser, beim Hochwasserschutz in Niedersachsen in den letzten 10 Jahren, die haben sich bei uns sehr segensreich ausgewirkt. Unsere Deiche haben gehalten. Ich muss aber ehrlicherweise hinzufügen, und das ist auch der Grund für die nationale Solidarität, die in diesem Punkt meines Erachtens zwingend notwendig ist. Wir wissen gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn in Sachsen-Anhalt die Deiche nicht gebrochen wären. Vielleicht wären sie dann bei uns gebrochen. Deswegen führt gar kein Weg drum herum. Wir haben an dieser Stelle wirklich gemeinsam die Aufgabe, den Betroffenen, den Geschädigten zu helfen. Das soll heute geschehen. Die deutsche Politik, finde ich, hat sehr zügig gearbeitet, auch sehr verantwortungsbewusst 8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und jetzt sind alle Beteiligten bemüht, sehr schnell dafür zu sorgen, dass der Wiederaufbau beginnen kann. Haben Sie was besser gemacht als die anderen oder waren die anderen einfach nachlässiger als Sie? Das kann ich nicht sagen, das will ich nicht sagen. Ich glaube, es wäre gut, wenn man jetzt tatsächlich in der Aufarbeitung dieser Flut kritisch noch einmal reflektiert, was ist in den letzten Jahren wo richtig gemacht worden, aber auch wo falsch. Es kann auch nicht nur um immer höhere Deiche gehen. Wenn die Hochwasser immer größere Ausmaße annehmen, dann werden wir nicht immer mit den Deichen nachbauen können. Wir brauchen wirklich durchgreifende Konzepte für Retentionsflächen, für Flächen, auf denen sich das Wasser ohne nachhaltigen Schaden anzurichten ausbreiten kann. Das ist für mich eine der Lehren aus der furchtbaren Flut dieses Sommers. Wenn Sie einmal über der Elbe gewesen sind im Hubschrauber und gesehen haben, welches Ausmaß, welche Wassermassen diese Flut hatte, dann merkt man, das ist ein Thema, das wir zutiefst ernst nehmen müssen. Der Bundesumweltminister hat sich gestern auch noch mal zu Worte gemeldet, wenn es jetzt darum geht, diese 8 Milliarden auch für die nächste Zeit gut einzusetzen und für den Hochwasserschutz wirklich etwas Nachhaltiges zu machen. Und er hat davon gesprochen, dass man doch darüber nachdenken muss, Deiche mehr nach hinten zu verlegen, weil die Vorderen es vielleicht doch nicht mehr schaffen. Man muss dem Wasser mehr Raum geben. Und er hat auch gesagt, dann muss man eben auch mit den Landwirten sprechen. Und dann muss man auch darüber reden. Und letztendlich hat er auch mal das Wort Enteignung in den Mund genommen. Wie sehen Sie das? Ich glaube, die Politiker sind im Moment gut beraten, die Fachleute das sauber analysieren zu lassen. Was ich sagte, es ist aus der Jahrhundertflut, von der man im Jahre 2002 gesprochen hat, eigentlich Richtiges an Schlussfolgerung gezogen worden. Aber was lehrt uns die eigentliche Jahrhundertflut diesen Sommers, wie es weitergehen muss? Unter dem Strich, ich sagte es eben, glaube ich, wir werden tatsächlich nicht nur immer die Deiche höher bauen können, sondern wir müssen uns dringend überlegen, wie man bei steigenden Wassermassen dem Wasser auch mehr Platz bieten kann. Aber auch diese Retentionsflächen, wie Sie sie genannt haben, die muss man ja zuerst mal von den Bauern zur Verfügung gestellt bekommen. Und da gab es in der letzten Zeit auch Schwierigkeiten, nicht nur bei Ihnen im Land, auch bei den anderen Ländern. Da gab es Umweltverbände, die geklagt haben, andere Interessensgruppen, die geklagt haben. Da hat sich alles ins Land gezogen, nichts ist passiert. Die Bauern wollten diese Flächen nicht abgeben. Es gab auch Streit darum, welche Ausgleichsmittel kriegen Sie dafür. Wie haben Sie es bei Ihnen im Land erlebt? Wie groß ist da die Bereitschaft von den Bauern, auch wirklich solche Retentionsflächen zur Verfügung zu stellen? Niedersachsen hat durch die geografischen Verhältnisse an dieser Stelle ist vielleicht leichter als andere. Wir haben zum Teil Flächen, wo sich das Wasser ausbreiten kann. Im Übrigen hat in Niedersachsen der Hochwasserschutz gut funktioniert, was die Ertüchtigung von Deichen angeht. Insbesondere, Sie haben angesprochen, mobile Schutzmauern an besonders neuralgischen Punkten haben sich bei uns sehr bewährt, kosten allerdings auch viel, viel Geld. Sie erinnern sich vielleicht an die gewissermaßen zum Symbol gewordene Hochwasserschutzwand in Hitzacker. Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz allein
in dieser kleinen Stadt Hitzacker an der Elbe haben sich immerhin auf 45 Millionen Euro belaufen. Das gibt uns ein Gefühl dafür, wie groß dann die Gesamtanstrengungen sein müssen. Ich habe insgesamt den Eindruck, wir müssen schneller werden. Wenn man 10 Jahre nach einer Flut feststellt, man hat immer noch nicht alle Hausaufgaben erledigt, dann drängt sich der Gedanke auf, ob wir bei den Verfahrensregelungen etwas tun müssen, um schneller zu werden. Die Schäden, die diese Fluten anrichten, sind im Zweifel immens. Und wir können nicht alle 10 Jahre Entschädigungsfonds von 8 oder noch mehr Milliarden Euro von neuem auflegen. Wir brauchen ein richtiges Beschleunigungsgesetz für diese Flutwasserschutzsachen, die da notwendig sind. Das will ich, wie gesagt, erst einmal dem Urteil der Experten überlassen. Die werden sicherlich jetzt sehr genau drauf schauen. Und das müssen wir als Politik auch erwarten, eine kritische Reflexion. Was hat sich bewährt, aber wo müssen wir nacharbeiten? Wie ich schon sagte, wir können nicht alle 10 Jahre betroffen von neuem vor Schäden in dieser Dimension stehen. Sagt Stefan Weil, der Ministerpräsident aus Niedersachsen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier bei uns waren. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, drin im Saal, da